Okay, liebe Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Fake Grand Order. Ich bin selbst mal Fixer. Wir farmen hier ein bisschen im Event und ich habe jetzt ja auch endlich mal die wunderschöne Luvia CE hier geholt. Sehr, sehr, sehr cool, Kaleid Sapphire. Damals, als sie auch noch ihren schönen magischen Stab hatte. Naja, liebe Leute, wir sind hier aktuell dabei. Haben wir so eine Aufgabe freigeschaltet? Das ist doch schön. So, ja, macht mal keine Sorge. Aber davor will ich jetzt erst alle Missionen hier annehmen. Die wir hier erledigt haben, Mann. So, wir sind hier gerade im wunderschönen Paradies von unserer werten Medea. Und dort haben wir hier etwas über diese seltsamen Artefakte herausgefunden. Nämlich mit diesen kann man sich eigene Welten erschaffen. Und ja, unter anderem will unsere Medea eigentlich nur glücklich leben. Aber wir sind gegen glückliches Leben, Mann. Wie sie mein armen Jason behandelt, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen müssen wir sie mit aller Härte des Gesetzes hier eliminieren. Das machen wir auch. Aber ach, jetzt haben wir hier erst nochmal drei ganz fesche Quests. Ach, die ist neu, die Quest, schön. Hätte ich bloß eingelöst war. Aber das müssten ja wieder Event-Quests sein. So, New Assassins, das ist doch super schön. Sie. Und eigentlich müsste ich da. Wieso? Was heißt ich müsste? Ich nehme da einfach meine Ilia. So, wartet. Wo sind meine Boys, Mann? Meine Boys und Girls? Da sind sie. So, dann tue ich. Nur tun wir mal hier was. Ausnahmsweise mal. So, wo haben wir sie? Ilia. Ich finde sie nicht. Ich bin noch nicht gewohnt, dass die Ilia in meinem Kalea ist. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, sie mit der CE und die Arzt CE auf. Hier, meine Boy Sieg. Ach, das klappt ja gar nicht bei ihm. Ach, verdammt, Mann. Aber ist wurscht. Dann machen wir die andere DC besser hier. Okay, gut. Schauen wir, was uns hier erwartet. In der schönen Extra-Aufgabe. Machen wir hier noch eine gescheite CE, Mann. So ein Beach-Uniform, Mann. Tropical Summer, Mann. So, wir sind ja hier zur Party eigentlich nur unterwegs. Also, liebe Leute, wie man es hier sieht, wir sind immer noch im Revival der Fake-Kaleid Lino. Elina, Prisma, Ilia, Event, Extra, The Land of Dragons and Sea Extra, Mann. Frag mich nicht, was da gestanden ist. Irgendwas Seltsames. Also. Oh my, customers in next year place like this. Also, ich bin mir bei vielen sicher, aber Shutendoshi ist kein, bin ich mir nicht sicher, aber Shutendoshi ist sicher kein Magical Girl. I can still hear that regretful slush from my little god. Ah, but I suppose I have a job to do. Or would you care to finish this with me? Well, if it isn't the headline act, oh? Robbie is strangely excited again. I can't believe it's Magical Doji. Fantastic! A concept that defies the laws of physics, the most powerful synonym in the universe. You should stop right there. Oh, don't say that. Others have their rules and I have my own. I don't think it's a good idea to shove any old thing up your sleeve. I should punish you for that, shouldn't I? Her MG power skyrocket. She may be a fake, but she is still strong. Even before you mention it, her bloodlust was pretty obvious. And the smell of alcohol is starting to make me dizzy. I can't drink alcohol, so would you mind if I just fill your cup? Don't be so cold. Have some fun with me. Well, we'll get drunk and call each other's names, and soon you'll find yourself in heaven. I'm my little guard. Will you dissolve to the bone for me? Schon Doji, du weißt, ich würde alles für dich machen. So, Sexiest Oni Voice ist mal wieder unterwegs. Und mit dir sollten wir uns eigentlich normalerweise nicht anlegen, weil eigentlich bin ich eigentlich froh, wenn sie auf meiner Seite ist. Aber sie ist ein Oni, Mann, der Menschen fressen will. Kann leider nicht auf ihren, kann leider nicht auf ihrer Seite sein. Tut mir leid, Sexy Oni. So, ist so malig, dass ich den Skill nicht aktivieren kann von Paracelsus. Aber ich habe seinen Skill noch nicht so weit oben, Mann. Paracelsus Skills sind so eklig, Mann, weil sie so viel Eternal Gears brauchen, aber egal, Mann. Fragen wir sie alle weg, Mann. Kommt alle her, Mann. Zerstören wir euch. Ich nehme einfach mal 150% Damage ab, ganz entspannt. So. Machen wir es anders. Ah, verdammt. Ah, ich hätte doch das MP-Gain machen müssen. Na egal. Das soll klappen. Snade? Das ist wieder eine entspannte Aufgabe. Das ist sogar eine sehr entspannte Aufgabe. Also komm her. Sexy Oni. Fake Magical Girl. Was ist ein Fake? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich dachte, sie wäre ein richtiges Magical Girl.
Hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, okay. Der ist schon besser. Jausa! Und einfach nur, weil ich es kann. Suspicious Medicine. So schöner Name eigentlich. Seltsame Medizin. Schauen wir mal, was sie mit dem Werten Sieg gemacht. Mir wäre es lieber, wenn es eine richtige Medizin würde, dann würde sie nämlich vernünftig wirken und nicht immer hier nur 20%ige Chance haben. So, Sieg hat keinen Bock zu reden, finde ich gut. Der soll gar nichts sagen, Mann. Der soll einfach nur, keine Ahnung, auf die Blonze hauen. Oder auf die Blonze gehauen bekommen. So. Wir wollen nochmal reden, ich merke schon, ja, ihr habt so ein Problem mit mir, mögt's mich nicht mehr. Okay, gut, ich mag euch an. So, sag mir die CC sein. Die C ist die Belohnung. Die C ist, davon hätte ich auch gerne. Wie gesagt, wenn man die C hier Max Limit Break, kriegt man 100% Damage ab, was natürlich sehr geil ist. So, also, auf Wiedersehen, Oni. Es war mir mal wieder eine Freude, mit dir hier zu kämpfen. So, erste Quest. Machen wir die zweite gleich auch noch. So, extra 2. Lancers und Assassins. Gibt es irgendwas Caster-mäßiges? Scuddy für die Memes, oder? Nein. Schauen wir mal, ob es einen coolen Servant gibt, wenn das nicht abstürzt. Da, ach, nehmen wir sie. Brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste nur anstatt Powerboy. Du brauchst doch wieder die Werte Nero rein. Oh, und hier kann ich Kalei Zafire geben. Sehr schön. So, Nero ist on the road, Mann. Kommt's her, Mann. Damit eine greaten Nero Level 100 unter zu der CE, glaube ich. Da sieht's nicht so gut aus für meine Feinde, aber okay. Sollen sie kommen. Let them come. Let them play. So, you finally come to me. Too long have I waited. I drawn her in monetary. My seat was twisted and my tiger skin loin cloth has almost worn out. Oh, even Ibaraki has become a fake servant. What a final boss like Arash, yes. Who is she? Ja, sie ist nicht so beeindruckend. Shooten wir beeindruckend. Ha, now listen carefully. Born as an Oni, so I meet my end. My life shall be a bloody path of front. A third rate mate, your odds are a swallowed hole to be reborn as embers in my palm. The maddened roses bloom beneath my feet, and crimson blossoms cover Kyoto streets. Magical Doji, Ibaraki has arrived. Ha ha ha! Ah, Ibaraki. What a powerful impact. It's like a graffiti drawn on a bridge. Did we make it to the final boss already? What should we do, Maxi? I'm not ready yet. Running wild as expected from a berserker. How could I put up the show of such a pompous line if I were in control? Cower in fear, humans. She's completely given up on herself. I'm not doing this because I want to. So, my boss insisted to, and then she said that both me and my loincloth need to tighten up, so I had better plan out to a proper magical girl character beforehand. Therefore, I stayed up all night to work on it. I nearly bit through my tongue rehashing that introduction. I see. You went through a lot, I understand. We all have a hard time with our bosses. My red Oni amazed. I mean, my evil teacher is always super bossy too. And it's always that boss who tends to be the one side-tracking things, you know? My master is not like that. Irritated. Well, I mean, mine isn't always like that either. I guess I over-exaggerated a little. She's sometimes nice. Like 5% of the time. Super irritated. Fush. How dare you make fun of me and whispers. If you are not going to be serious, leave. No, I'm leaving. I'm going back to Mount Oi. Master? Please, let me fight you. What a cold-hearted, fearsome banana Oni. Haha, don't you more like it. Now, come. I shall lead you down to the very last bone. Banane Oni, leg los. Naja, also Rin ist schon so ein furchtbarer roter Dämon, da muss ich schon sagen, hat schon recht. Aber Luvia ist auch cool. Luvia hat nämlich eine der krassesten Lachen im Fate und ich weiß nicht mehr. Das ist so eine krasse Lache, die Luvia drauf hat, Mann. Aber die beste Lache im Fate-Universum hat mein Boy Liu Shuwen drauf. Kack!
So. Ich dachte, du machst jetzt schneiden. Shuto? Nee, ich will schneiden. So. Richtig schön die Arzt-Buffs rum. Ilias passiver Skill ist so krass, man. Jede Runde 3% MP-Gain. Das ist so badass, der Skill. Ich meine, sie hat richtig scheiß MP-Gain, aber trotzdem, der Skill, der macht da richtig wieder, sie deutlich besser. Oh, das war dumm. Aber egal. Weil Sigi Boy schafft das. Okay, nimm alles zurück, Sigi Boy. Sie schafft's nicht. So, passt schon. Wir haben sie eh schon gewonnen. So, müssen wir uns nämlich gar nicht mal anstrengen. Zack, schau ich das an, was meine Nearish anmacht, Mann. Vernichtet alles. Das wird, glaube ich, ein lustiges Event. Da freue ich mich bis auf die Challenge Quest, Mann. Wenn ich dann 200% Ilya Charge habe, dann geht was. Ich mache mal den falschen Skill. Nein, den will ich gar nicht. Teda. Nein! So. Und dann heißt es zerstören. Wunderbar, räumt meine Nero hier noch auf mit dem Rest. So, wir kennen es ja. Bla bla blub. Ich bin der eklige Drache, der geflogen ist und irgendwas gestohlen hat. Und dann bin ich weggeflogen. Und dann habe ich wieder die Leute versucht zu reden. Und habe versucht mit denen zu reden. Aber es kam nur blaue Flammen raus und keiner wollte mein Freund sein. So, das ist die Geschichte des traurigen Siegs. Auf Wiedersehen, Sieg. Und verwandeln sie auch noch einen kleinen Stellplan. Okay, gut. Geschafft ist geschafft. Und dann ein Oni weniger. Jetzt haben wir sogar zwei Onis weniger. Ja, Halleluja, Mann. So, 113. Immerhin tut mich das hier sonst immer informieren, wie viel ich schon habe. 150, das ist unser Ziel. Dann gibt's nämlich erstmal schön die 0 CEs, Mann. Und dann geht's ja richtig los. So, noch ein Stick. Und dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns jetzt mal doch hier langsam um den Challenge Fight. Wir haben ja genügend Äpfel, also können wir euch ein paar raushauen. Zack. Es war eigentlich schlecht, hier schon die rauszuhauen, aber das ist mir wurscht. Gut, weg, weg. Ich brauche einen Waver. Nö, kein Waver für dich, du Depp. Dafür 1000 Uschis. So, nicht, dass Uschi schlecht ist, aber die bringt mir aktuell nicht so viel. Ich bin schon... Wieso gehe ich eigentlich immer bei den Rider, wenn ich meinen Waver suche? Weil der die ganze Zeit Rider sagt... Nur deswegen, liebe Leute. Also, so. Und wo ist meine Summer Mo Party? Summer Mo Party. Ist die Frage. Ich könnte ja die CE geben, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich brauche es nicht unbedingt. Lass mal das so. Jo. Ja, wie gesagt. Normalerweise sollte sie es allein mit ihrem MP und so schaffen, die wegzuhauen. Die haben nicht so viel Leben. Und selbst wenn es nicht klappt, habe ich immer noch den Vorteil, dass ich einfach, wenn ich noch Arztkarten ziehe, noch weiter draufhauen kann. Und sollte das immer noch nicht klappen, dürft ihr nicht vergessen, dass ich immer noch mit Ozzy draufhauen kann. Und der hat auch nicht mal so ein schwaches MP. So. Warte mal, hätte ich gewusst, dass ich so gute Karten habe, dann hätte ich es natürlich anders machen können. So, dann machen wir Waver. Und zack, zack. Lade ich jetzt einfach mal ein P ohne Waver auf, Mann. Nein! Waver, du Lutscher! Ich hänge an der. Ich prophezei nämlich. Ich hänge jetzt an der ersten Welle länger als an der zweiten. Das ist nice. So. Aber egal. Auf Wiedersehen, der Schakko. So macht man nämlich Schaden, Waverleinchen. Deswegen mag dich deine Skandale immer, weil du so wenig Schaden machst. So. Aber nice ist es halt. Komm. Dann hauen wir los. Ich finde es auch nice, dass man nur den Raid-Boss bezwingen muss, was die Sache halt echt easy macht. Oh, sie heilt. Das ist aber nett. Das ist aber nett, Mann. Es bringt dir leider nur nicht viel, denn ihr werdet alle sterben. Alle. So, man hat immer ein bisschen mehr Leben jetzt. Aber sollte auch kein so Problem sein. So, wir machen, ich würde sagen, den Fight wieder. Und er lässt Mai dann wieder ausgehen. Aber ich finde, einen schönen Challenge-Fight kann der Max immer gerne zeigen. Wie gesagt, am besten wäre es eigentlich immer, wenn ich Ida nehme und einfach alle die fetten CEs auf sie drauf habe. Super easy, Mann.
Das Nette ist auch... Nein! Ich muss noch starten, tut mir leid, liebe Leute. Ich starte nur neu, weil der Ton hier so gesponnen hat, gell? Ich starte nicht neu, weil ich aus Versehen den blöden Schwertträger angegriffen habe, Mann. Nein, 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 das hat nichts damit zu tun, liebe Leute. Ja, aber wirklich gar nichts. Oh, Mio Edelfeld. Oh, Katalysator, Katalysator. Oh mein Gott, eigentlich müsste ich jetzt ein Ticket nach für rollen. Soll ich ein Ticket für sie rollen? Nein, ich habe kein Ticket. Ich habe kein Ticket. Oh, meine Kurs muss ich aufheben. Nein! Kann ich eh nicht. Ich bin nämlich im Kampf. Aber Leute, wenn hier Mio Edelfeld steht und Mio Edelfeld Raider-Pattern, dann müssten eigentlich die Quads fliegen, weil dann bedeutet das, dass ich sie bekomme mit einem Ticket. Glaub mir. Hat bei Gil auch geklappt. Zwar waren es 5 Tickets oder 6, aber es hat geklappt. Also. Versuchen wir es nochmal. Bitte sie anvisieren. Ist alles deine Schuld, Paracelsus. Ozzy kann nichts dafür, ich kann nichts dafür und Samomodi weiß eh nicht, wo sie ist. So. Denn wisst ihr was, Mann? Kannst du hier die Hexe von irgendwas sein? Die Witch oder Pitch oder was immer von Kolch ist. Aber gegen zwei fliegende Pyramiden hast du auch so keine Chance, Mann. Habe ich gerade einfach mal 140.000 Schaden gemacht. Ich meine, die CE gibt mir keinen 50% Charge Bonus. Das macht also diese 10% Bonus oder so. Ich weiß eh nicht, wieso ich sie ihm gebe. Einfach so random. So. Ciao, ciao, Gegner. Hard of Fight. Sage, der erste Gegner war schwerer als der zweite. Okay, dann würde ich mal sagen, langt es jetzt schon wieder. Wir machen nun erstmal einen ganz kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit bin und hier wir in den letzten Fight kommen. Dann würde ich sagen, bis gleich, auf Wiedersehen. So Leute, wir sind wieder da und es ist Zeit hier mit unserer guten Medea. Also ich denke es jetzt zumindest, ich habe das jetzt ganz nebenbei gemacht, weil das so schön easy ist. Sag ich erstmal kurz die CE ein, Kalei Zayfire, freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber ich denke, das ist die letzte Runde aus. Wie gesagt, ich habe das echt so schön nebenbei gemacht, weil das so hart easy ist. Wird aber definitiv noch ein bisschen schwerer. Ich brauche immer nur einen Support Waiver und kein Mensch tut Support Waivers rein, weil alle haben ja lieber keine Servants drin, weil keine Servants drin zu haben ist natürlich viel, viel cooler. Oder Sansang, welcher Depp tut schon bitte eine Sansang in einen Caster Support, Mann? Das sind echt schlimme Menschen, gell? Also außer meine Sansang. Und meine ist ja auch die Original. Die best Sansang überhaupt. So, da haben wir einen. Der ist mir sympathisch. Den nehmen wir. Oh ja. Das ist echt nett, Mann. Ich hab's jetzt, einmal habe ich's, ich glaube, in 3 Zügen geschafft. Das, wie gesagt, es scheitert irgendwie immer nur in der ersten Welle. Und es ist auch so nett. Es ist komplett wurscht, weil ich Karten nicht ziehe, weil mir ist ja aufgefallen. Ich kann ja das MP von Mordred immer aufladen, egal welche Karten ich ziehe. Weil ich habe ja Ozzy 20, 50 und dann von ihr 20% ungefähr, ich glaube 25. Das heißt, ich müsste nur die eine andere CE machen, mit der ich mir noch zu 10% Charge gebe und dann habe ich. Hätte ich einen Skill natürlich auf Max, dann bräuchte ich nicht mal das, aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. So, kein Bock auf 3 Ozzy-Karten. Und meine Summer Mode cruist jetzt einfach schon mal wieder über die alle drüber, Mann. So, ja, in der letzten Runde sind wir angekommen. Davor musste ich nochmal Challenge erfüllen, dass ich diese glitzernden Vibrants bezwinge. Aber da man hier immer 3 bekämpft, war das sehr schön. Habe ich das mit dem hier gemacht. Ja, genau, 180.000. Passt. Und dann natürlich mit unserem guten Support Waiver. Der MP-Judge ist halt so godlike, Mann. 50% MP-Judge, Mann. Der einzig wahre, Mann. Bis Reigns kommt und gerade so unnütz. Nein. Zumindest bei meiner Samomo ist sie unnütz. Okay, hier natürlich den, zack.
Ich weiß gar nicht, wieso ich das eigentlich immer mache. Eigentlich bräuchte ich das gar nicht. So, obwohl ich werde es jetzt wahrscheinlich töten. Nur mit dem MP. Normalerweise, sagen wir mal, braucht schon noch mal ein, zwei Angriffe dazu, aber soll klappen, liebe Leute, Mann. Und dann haben wir die werte Hexe hier von Kolchis bezwungen. Ganz nett, ganz böse, um ehrlich zu sein, Mann. Aber wir sind ja die Bösen, Mann. Hey, Leute, wir zerstören Lost Bells, wir zerstören hier Magical Girls, die einfach nur Party machen wollen mit ihrem Mini-Jason. Bald töten wir noch eine Map, die man wieder mit ihrem Schuh zusammen will, Mann. Wir sind halt die Bösen, Mann. Das ist mir wurscht, Mann. Bei den Bösen ist es leichter, Mann. Die haben irgendwie immer die heiligen Grale. So. Ist das scheiße, Mann. Weak to Arts ist, Mann. Ach, Mai, sagen wir mal, du bist hier definitiv MVP gewesen, Mann. Ich hoffe noch auf mehr Casters übrigens, Mann. Also, Casters könnt ihr ja gerne alle schicken, Mann. Habe ich gar kein Problem, Mann. Habe ich echt kein Problem. So, 1 Milliarde Aufgaben erfüllen wir auch währenddessen. Und das ist natürlich praktisch. Also, weiter geht's. Here, I guess healing alone wasn't enough, but I already knew that. By the way, your hot magic girls over there, you feel like going for a ride on my Arga? Look out there, you lot Yasun! Erinnert mich irgendwie an a ride. Even as words of concern spilled from your mouth, you specifically went for the headshot. Is that you're telling me you haven't given in yet, my media? Maybe you still have another card up your sleeve? Of course, it's natural for magical girls to have 2 stages of transformation. I don't want to, but I have no choice but to unleash my forbidden power. To specifically, I will no longer be Lily. Uh-oh, jetzt kommt der richtige mit dir. Wait, let's slow down. If you're not going to be Lily, you're going to be dead. It's that form that burnt down the castle in Corinth. That's bad. That's really bad. It's all monstrous. We're having a magical girl party. Sorry for magical old hack appears. I'll be sued for false advertising. And believe me, you would be the one who gets hurt if that happens. I'm telling you this for your own good. I'd much rather become an indescribable pillar-like thing than have that happen. Oh! Quiet, Lord Yasun. Media serious, master. I wouldn't get hurt at all. And I won't be an old hack 10 years from now. I'm sure we'll be a lovely, elegant adult woman. Leave her be, she'll self-destruct. No, let's stop her, senpai. If she becomes any sadder, the situation will get out of control. That's enough! The battle ends here. I just came here to save Mio, not destroy the entire kingdom. But a magical girl is supposed to fight. And besides, my mother-in-law's soul has been ignited. I'll defeat you, make a mold of you, and mass produce for your country's new fall lineup. Oh, ich glaube, sie wird sich gut mit Edison verstehen. Please don't come up with a convoluted plan within minutes at our first encounter. Are you a psycho? Ja, genau das ist sie. I don't understand this world. These jewels are any of you. I hate this kind of stuff, and I don't need any jewels. I'll find another way. That's why, Medea, I won't want to fight you. I don't want to fight anymore. After all, you're both magical girls, Medea. I don't know why you created this land. But I at least understand that you have something you hold dear. Something you've been fighting for. Ilya, that is very moving, but... Medea fight for no special reason. It's not for the sake of something she holds dear. Not Yasun. She created this land because she felt indebted to me, and she's been protecting this jewel out of fear of other magic girls. She made an excuse to live a quiet life because she believed that would keep her from becoming a menacing witch. I tell you, she's frivolous about everything. The only time she gets serious is when she's building models. I admit it, but it was you, Lord Yasun, who commanded me to confine myself here. Well, of course. If you leave your own land, you'll become a witch. That's your fate. And if you become a witch, you turn into just another echo. That's why I advised against going to other lands. Echo? But you don't need to worry anymore. Here, young lady, you want this, don't you? Take it. There you be. Aber ich wollte mir noch gar nicht. Are you sure? After all, without this, lots of things.
Spare me the details. If we beat you, then I win. But if we lose, the media loses. Get it? I'm twisted that way. I won't give that stone away to anyone who wants it. I will, however, push it into the hands of a noble fool who says they don't, whether they like it or not. That's okay with you, isn't it, Media? Anyway, we'd lose if we went to war against Map. Before that happens, I'd feel better to pass it all on to a fool who is a lot like you in the past. I don't mind. But are you sure about this slot, Liason? I'm not happy, but I'm used to it. Fighting away while engulfing in past glorious. But not becoming a witch is more important than that. Even if your dreams are dashed, it's better to pass on as a girl. Isn't that right, my Medea? And I think of this as my life coming to a close at one final stop in an unknown land before returning to my home. Understand. As it is Lord Yasin's wish, I will give her the jewel. However, I won't tell you anything. If I talk, it will only bring back sad memories. Like all of the girls I have slain, my fate will end here. Medea, are you going to disappear too? Yes, but even without hope, I still have a lingering attachment, so it will take a while. After all, I still have 278 plastic models to finish. After at 3 models a day, it'll take me 250 years. Go, go, Medea! Ja, Psycho. Egal in welcher Form. I see. So Princess Medea's Magecraft was what interfered with the transmission. So what happened? Were you able to get any new information? We learned about the hidden side of Medea Lily. Yes, that Medea and the Rockspit Medea have separate existence, but plenty of things in common. I think what we got a glimpse of in battle this time applied roughly to both Medeas. From what I'm hearing, it sounds like Princess Medea knows everything, but kept her silence. Was it a dig against Ilya, or was it out of tearfulness? Either way, I'm glad no one was hurt. Huh? Where's Ilya? I don't see her. Ilya said it was too windy here, so she went to the stern. Ruby is with her. Ruby? Yeah? You're called? What's this? You seem down in the bumps, even after a major victory of some sort. That was no major victory. Medea wasn't going all out to begin with. She fought because she had to, because we muscled our way into her land. And in the end, I took a jewel away from her. I think you're looking at it the wrong way. Sometimes people have no use for something, but can't throw it away because that would be a waste. I think that's what the jewel was to Medea. She was a very powerful magical girl, you know. Even without the jewel, she would have been able to create her own land. Yeah, but despite her power, Medea was glum and haunted by dark memories. She said I wouldn't be able to escape from this world, as long as I'm a magical girl. I wonder if that's true. Well, I can't say for sure either, but what will you do if it is? When I get Mio back, want to create a land of squee squee hee hee love or something for the two of you? I'd be willing to cooperate. Hey, what are you talking about, Ruby? Sneeze. Oh, I wish Chloe were here at a time like this. This is a weird world. It's cute on the surface, but I think there's more to it. We have to hurry up and find the owner of the reality marble. If we can do that, we should be able to find a clue as to Mia's whereabouts. Also ist das Ziel klar, neue Gewässer hier angreifen und natürlich dann hier auch noch die anderen Welten hier zu Fall zu bringen. So wie wir das als guter Master machen. Alles zerstören. So, Media ist down. Victory. Und wir gehen nun in die zweite Ebene, so wie es aussieht. Die dritte Ebene. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play Fate Grand Order. Bis dahin, auf Wiedersehen.